Willkommen zurück, hochverehrte Zuschauer, zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game. Und wir werden gerade von diesem Pferd beobachtet, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und jetzt auch wieder nicht. Ich spiele hier mit einer Bretonenarmee gegen eine Armee der Untoten, die eine ganze Menge Truppen dabei hat, wie auch ich. Und ich habe mich hier in meiner Armeekomposition von der Armee von Alerius inspirieren lassen. Das heißt, ich habe hier zwei Einheiten Grals Wächter mitgebracht, die ich mit den Heilsprüchen der Fey Enchantress bei guter Gesundheit halten möchte. Zusätzlich sind noch zwei Einheiten königliche Pegasus-Ritter dabei, die sich auf die Suche nach gegnerischen Lords machen sollen. Leichte Abänderung habe ich dahingehend, dass ich noch zwei Bogenschützen mitgebracht habe und allerdings trotzdem hier zwei Einheiten Kampfpilger sowie Man-at-Arms mit Polearms. Ich glaube, euch stecke ich mal hier in die Mitte rein, beziehungsweise ich mache meine Formation hier relativ eng. Und ein Haufen Bauern, die dazu da sind, einfach nur als Fleischschild zu dienen. Kleinen Paladin habe ich auch noch mit reingepackt, als Schutz für die ganze Armee. Ihr kommt jetzt erstmal in eine Hardgruppe. Und euch lasse ich einfach hier irgendwo über diese Flanke durch die Gegend laufen. Will euch gar nicht so richtig verstecken. Fey Enchantress darf hier rein und die Graswächter dürfen auch gesehen werden. So, ihr kommt in Gruppe 4 und ihr macht euch gleich mal auf die Suche nach einem gegnerischen General, der vielleicht rumfliegt. Und wir sehen, es fliegt kein gegnerischer General um, aber wir haben jetzt schon mal einen Vorteil, weil unsere Einheiten alle einen Bonus gegen große Einheiten haben. Jedenfalls die fliegenden hier. Wir können eigentlich hier in diesem Wald bleiben. Also er hat auf jeden Fall schon mal keine Mortis Engine dabei, was ausgezeichnet ist. Zwei Wargulfs, ganz schön heftig. Außerdem Crypt Horrors. Und hier eine Einheit Blood Knights. Interessant, interessant, interessant. Skelettkrieger, Skelettkrieger, Skelettkrieger. Aha, also keine Crypt, keine Graveguard. Das heißt, da wird selbst unsere Infanterielinie relativ gut gegen sie abschneiden. Und ich werde mich ein bisschen umformieren. Nämlich, wo ist denn eigentlich der Lord? Hier ist er. Lord von Karstein, was hat er mitgebracht? Kein Wind of Death und ein White King. Das sollte auf jeden Fall möglich sein, das hier zu schaffen. Sieht so aus, als bringt er seine Blood Knights auf die rechte Flanke. Das heißt, da platziere ich jetzt meine Grail Guardians und ich stelle eine Einheit meiner Man-at-Arms mit Polearms, obwohl ich brauche sie eigentlich nicht auf der Flanke. Es reicht, wenn sie sich hier befinden. So, ich habe bei ihm, bei Alerius gesehen, wie effizient diese Einheiten sein können. Auch alleine ohne irgendwelche große Unterstützung. Soll ich nur die Bogenschützen ein kleines bisschen weiter nach hinten packen, dass sie nicht gleich überrannt werden. Da gehen zwar einige der Schüsse in den Wald, aber das ist mir dann irgendwie auch ein bisschen Wurst. So, angreifen kann ich hier auf jeden Fall nicht. Macht aber nichts. Battle Pilgrims, die kann ich, glaube ich, hier so ein bisschen über die Flanken laufen lassen. Und der Peasant Mob, ich glaube, ich lasse den Peasant Mob hier mal den Angriff, den Hauptangriff abfangen. Okay, sieht so aus, als bewegt er sich hier so ein bisschen auf die rechte Flanke. Muss ich mich entsprechend etwas umformieren. So, Bogenschützen kommt ein bisschen weiter vor und beginnt damit das Feuer zu eröffnen. So, seine Blood Knights sind weiterhin hier auf dieser Seite. Und wir fangen jetzt gleich an zu schießen. Beziehungsweise, wir haben hier noch einen super Schuss. Aber wie lange braucht der, um zu aktiviert zu werden? 3 Sekunden? Das ist ein bisschen zu lange. Okay. Na gut. Bewegt sich jetzt ein bisschen weg. Lässt er sich anlocken? Sieht gerade nicht so aus. So,
fighters! Run, men! My lord! Mit etwas Glück kann ich... Ja, ich würde jetzt zum Beispiel eine nette Sache probieren, nämlich... bin gespannt, ob das funktioniert. Also die Blood Knights bewegen sich jetzt hier auf die andere Seite rum. Okay. Scheint ein langsames Spiel zu werden. So richtig viel Schaden nehmen sie jetzt nicht. Aber sei es drum. Ich könnte jetzt einfach mal den Kampf forcieren. Ich glaube, ich forciere jetzt einfach mal den Kampf mit meinen Grail Guardians. Schau, dass er irgendwo bloppt. Seine Skelettkrieger können sowieso keinen Schaden hier an meinen Einheiten machen. So, dann gehen wir gleich wieder raus. Und gleich wieder raus. Jetzt machen wir einfach mal hier überall ein bisschen Schaden, auf den er nicht reagieren kann. Und gleich wieder raus. Und die Einheiten beginnen schon langsam, aber sicher zu zerfallen. Steht er da? Na, sieht so aus, als würde er seine Einheiten jetzt zurückziehen. Und wird hier langsam aber sicher auseinandergenommen. Ich weiß jetzt nicht, was er damit bezwecken will, hier zu sterben. Denn ich habe noch, ach, einen habe ich verloren. Ist jetzt alles auch noch nicht so tragisch. Denn so schnell kann er mit seinen Einheiten nicht reagieren, weil er natürlich durch seine ganzen Skelettkrieger durchlaufen muss. The lady wields it swift
Und vielleicht haben wir Glück und wir treffen sogar seine Blood Knights mit unserem wunderbaren Spruch. Leider ging es daneben. Auf der anderen Seite nimmt er so wieder weiterhin Schaden. Und ich frage mich, wo das Ganze hinführen soll. Was soll das eigentlich? Ist er AFK? Deine Einheiten zerfallen jetzt alle langsam? Ist das eines der bizarrsten Spiele, das ich in der Weile hatte? So viel steht auf jeden Fall fest. Jetzt hatte ich hier eine Einheit Cryptors vorbewegt. Ich glaube, jetzt kann ich mal meine Einheiten hier heilen. Der Rest seiner Armee bewegt sich gerade nirgendwo durch die Gegend. Bizarre Angelegenheit. Stellen wir die Jungs mal hier hin. Bogenschützen haben keine Munition mehr. Macht aber nichts. Jetzt heilen wir den ganzen Pack mal. Na kommt. Was für eine merkwürdige Runde. Gut, naja, dann greifen wir mal an. Dann greifen wir mal an. Und schauen, was passiert. Mit unserer Kavallerie gehen wir außen rum. Und endlich kommt er. Schnappen uns hier seine Gralsritter. Von denen wird in Kürze nichts mehr übrig bleiben. Und wo setzen wir den Spruch rein? Machen wir mal hier. Heilen wir mal. Boah, wir brauchen eigentlich gar keine Heilung. Und die Jungs sind alle erledigt.
Pegasus Knights. Sie setzen wir mal einmal hier rein. Zweimal hier rein. Der Rest greift hier an. Lösen wir einfach mal hier diese Flanke auf. Eine Heilung in die Einheiten hier. Schauen wir, dass wir möglichst viele reinkriegen. Ach, Wind of Death hat er versucht. Ist aber nicht stark genug, um hier signifikanten Unterschied zu machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ups, die Grail Guardians hätte ich wahrscheinlich nicht rauslassen sollen. So, die holen wir rüber. Wir lösen mal diese Skelett-Speerkrieger auf. Und den Necromancer ebenfalls. Der Cryptorer hier. Okay, machen wir noch fertig. So, aber die Armee ist jetzt im Eimer. Und jetzt haben wir hier einen Haufen, den wir alle wundervoll heilen können. Und die Grail Guardians schlagen sich wie erwartet extrem gut. Herzlichen Dank, Alerius, für diese Armee. Der Necromancer segnet jetzt das Zeitliche. Ja, und hier wird uns nichts mehr aufhalten können. Buffen wir uns im Grey Guardians noch ein bisschen. Und fangen an, hier diesen Wargolf anzugreifen. Gucken mal, wie viel Schaden wir machen. 3000, das war ganz ordentlich. Und wir können gleich wieder zurückziehen und den nächsten angreifen. Und wir sehen, er hat Heilungssprüche. Aber ich natürlich auch. Ich möchte jetzt gar nicht so warten, bis es wieder voll ist. Ich benutze ihn jetzt mal jetzt. Und mit unseren fliegenden Pegasus-Einheiten können wir diesen Blob jetzt ausgezeichnet ausnutzen. Denn er kann nichts, er kann uns nicht aufhalten mit seinen Einheiten. Und wir können dafür frei rein- und rausfliegen und immer unseren 60er Charge-Bonus ausnutzen. Was jetzt aber auch gar nicht mehr nötig ist, weil seine ganze Armee auseinandergefallen ist. Das war ein bisschen ein merkwürdiges Spiel, gebe ich zu. War aber trotzdem ganz unterhaltsam und hat mal wieder die Macht der Grail Guardians gezeigt, die wirklich verflucht gut sind, obwohl sie eine richtig teure Einheit sind. Ja, ich nehme an, mein Gegner war hier auch ein bisschen neuer, hat sich irgendwie die ganze Zeit zerlegen lassen, ohne dass er reagiert hat. Das war für ihn auf jeden Fall ein Problem. So hat er relativ wenig Kills erzielt, gerade mal 300 Verluste und das meiste hier an Bauern. Die ganze Armee ist eigentlich noch bei guter Gesundheit. Ja, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, like, subscribe und bis zum nächsten Mal.